Herzlich willkommen zu meiner Folge auf diesem Spiel. Wir werden jetzt uns mal am Holz festhalten. Also sehen wir heute Nacht, wie wir arbeiten können. Wir können einen Schlachter leisten können. Der Schlachter kostet ein bisschen, glaube ich. Ich danke mal allen zum Zuschauen und fürs Abonnieren und fürs Liken und auch fürs Kommentieren. Ein großes Dank dafür. Also gucken wir mal, was der Schlachter kostet. So. Düngerherstellung habe ich auch im Blick, weil wir haben ja jetzt so Kühe, wir haben jetzt so Mist, wir müssen hier sehen, dass wir Strom kriegen. Dann kriegen wir auch Mist, da können wir hier entsprechend auch Dünger herstellen. Diesel, ja, wenn wir brauchen, längerfristig. Ob wir das leisten können jetzt nachher, weiß ich nicht. Flüssigdünger weniger, denke ich auch, ja, eigentlich auch nicht. Käserei, von Käserei, da Käserei machen wir noch nicht. Also Holzstamm produzieren, ja, ich sag mal so, bin da jetzt kein Freund für. Könnte man aber machen, man könnte dadurch ein bisschen entlasten. Aber ich persönlich wäre lieber Klärwerk. Komposter. Komposter könnte man machen, weil wir garantiert nicht viel Stroh haben werden. Malzfabrik brauchen wir für die Brauerei. Ich sag mal, die Mühle für die Fabrik und die erstmal nicht. Mischfutter haben wir. Die haben wir auch. Palästfabrik. Pflanzenschutz. Erstmal nicht. Rübenschnitzel für die BGH, ja, wir haben wenig Rüben. Saatgut wäre auch eine Option. Sägewerk haben wir. Schlachter, der Schlachter kostet 700.000. Wir können liefern. Soll das Rind sein? Oder Leder? Schweine. Schweine. Oder Rind. Ja, gut. Könnte man sagen, ist so. Also Fleisch, Wurst können wir hier bekommen. Wir müssten Schweine, Rind. Hatte hier auch Schafe. Kartons. Also Kartons brauchen wir auf jeden Fall. Das hieße Karton, 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 Karton. Papierherstellung, Karton. Holzstamm, Holzstamm, Kiesgrube, Klärwerk. Pflaumen, also Pflaumen und so, denken wir, mache ich nicht. Schweinefutter wären auch eine Option. Zellschaffabrik. Da kriegen wir Karton raus. Auch nochmal ein kleiner Spaß, ne? Ja. Zementwerk, naja, kostet ja auch noch keinen. BGH Grimme, also global, da kann man auch die Rüben reinwerfen. Das wäre hier ein Hochsilo für von Global Carbon direkt, sondern hier das Heulager rund von Hort. Denk mal, Lager haben wir genug von Fat Action. Da müssen wir da jetzt nichts. BGH mit Grimme Beastmaster, achso. Also es ist hier, achso, na gut. Also brauchen wir noch knapp eine Million. Ja, eine Million. Wer hat schon eine Million, ne? Ja. Kredit wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Für sowas. Und die BGA bringt ja auch noch Geld, ne? Und wenn wir jetzt hier auch die beiden Wiesen, die großen Wiesen noch machen. Voll brauchen wir erstmal keins. Wir haben mal genug. Das Ding ist voll, Heulager ist auch mal drin, Heutrocknung. Da, denk mal, haben wir mal ausgesorgt. Da muss ich keinen Gedanken machen, Heu. Silage. Ja, gut. Der produziert ja noch, ne? Und bis die ersten Kälter kommen im nächsten Jahr. Jo. Das dauert noch ein bisschen. Aber der Stall steht schon.
Aber die brauchen ein bisschen länger zum Wachsen. Also Kühe brauchen ungefähr 2 Jahre. Beziehungsweise Mastbullen. Ja, das sind so kleine Bäume, die sind ein bisschen unattraktiv, aber die müssen auch weg. Die wachsen ja nicht mehr, die haben ja irgendein Problem mit der Wurzel, keine Ahnung. Schild oder Schädlinge. Und die haben kein Licht mehr bekommen, waren zu langsam, ich weiß es nicht. Aber die letzten Bäume wachsen halt immer, das ist ja halt so. Ne? Aber den nehmen wir auch mit. Den Seeweg ist egal, hat so Holz. Ist halt nur der Aufwand, dass für einen kleinen Baum genauso groß wie ein Rosa. Ne? Ach, unsere Bäume 7 Jahre wachsen, dann müssen wir noch Gas geben. Schweine nicht mal 5 Jahre schaffen. Also. Oh je, ja gut. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir das noch schaffen. Aber mehr wie 14 von, das ist, wie sieht man aus? Muss man vielleicht mal nächstes Jahr entscheiden. Nur eine Karte zu machen, also wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber anfangs war ja so, dass Thüringen gerade tatsächlich kaum Klicks kam. Mensch, das kann doch nicht sein. Muss da mal einer wissen und mit gucken möchten oder wollen. Und da ich ja von Castor die Karten auch mal gespielt habe, und dann eigentlich wusste, dass es halbwegs läuft. Ja, also die Karte im Prinzip nicht spinnt und kaum Fehler verursacht. Und okay, dann versuchst du mal die Thüringen-Karte. Und da hat es auch ein bisschen besser geklappt. Ich nehme an, weil die Mars zu viele spielen, er selber ja auch. Das ist klar, wenn jetzt jemand beim Original gucken kann, ne, ist viel besser, ne? Oder möchte. Kann ich verstehen. Ist halt so, ne? Die Thüringen 2.0 hat er dann richtig durchgeschlagen. Deswegen warum, weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal, viele haben die gesucht. Zum Download. Weil das Gerücht war ja rum und viele haben gesucht und dann haben sie meine stoßen, ne? Gerade der Karte, wo ich das mit dem Kloster gemacht habe, mit der Ernte mit 3 Fahrzeugen, glaube ich, oder außerhalb mit 4 Fahrzeugen, weiß ich nicht mehr. Das war halt eine extreme Steigerung, ne? Also jetzt lässt ja ein bisschen nach, also jetzt merke ich das Prinzip, dass immer mal so zurückgeht, also ganz vorsichtig. Und diese Spitzen für 4 Wochen war ja extrem. Das sah gut aus. Wenn man fast 1000% mehr hat, ne? Und jetzt hat man dafür wieder Minus, ne? Also gut. Ist auch normal. Also seht nicht so eng. Ich weiß ja selber, dass man die Zeit ist, der knapp ist und kann ich verstehen. Ob man woanders gucken will oder nicht. Einfach nicht Zeit hat, ne? Ist ja halt so. Ich schaue ja auch ab und zu mal. Aber auch mehr, um Informationen zu bekommen oder Tricks zu erfahren. Aber die Zeit ist halt stark eingeschränkt. Ne? Im Urlaub vielleicht ein bisschen mehr, mal sehen. Aber da ich auch 4 Tage nicht da bin. Mindestens 4 Tage. Ein Tag fahre ich, also alle 6 Tage. Ja. Mal sehen, ne? Sonntag fahren, Freitag zurück. Soll ich, dass ich Freitagabend dann noch Karten groß aufnehmen werde? Glaube ich eher nicht.
Verkauft dort mal Donnerstag, wo Weihnachten ist, Donnerstag, ja. Ja, fällt mir nicht mal in die Antwort. Also Weihnachtsfeier werde ich nicht fahren. Außer die würden mir für Freitag Schneeflur mögen, weil ich dann sage, ich fahre etwas früher. Aber daran glaube ich eher nicht. Ich meine, ich hatte mal was Vergnügen gehabt. Bin nach Hause gefahren und hat es in Bayern geschneit. Ich dachte, so ein Scheiß. Jetzt kannst du mit 60 km/h die 400 km fahren. Zum Glück war das mehr ab Regensburg wieder vorbei. Aber dadurch kann ich nicht wegbekommen. Da war die Autobahn plötzlich komplett weiß und die Straße kaum gesehen. Und so war so ein Verhältnis, da muss man nicht haben, ne? So. Absteuern. Aussteigen. Na deswegen im Winter fahren ist ein Risiko. Und das Jahr fahre ich auch nur, weil der Urlaubprinzip 14 Tage dauert, weil die Feiertage so günstig fallen, in Anführungszeichen. Sonst hätten wir auch so lange auch nicht frei gehabt. Ich habe aber schon geschaut für nächstes Jahr. Das sieht übel aus, sagt man so. Das wird auch nur für eine gute Woche reichen dann. Wer ist schuld? Schalt ja. Aber das ist nächstes Jahr, da so lange hin, da wollen wir keinen Kopf machen deswegen. Will ich aufladen. Bus. Ja, wenn er nicht drin ist im Modus, dann kann man noch nicht sehen, ne? Das ist halt blöd. Da lädt er nicht auf. So, nächste Folge ist heute zu Ende. Nehme ich mal an, hoffe ich mal ganz stark, dann muss ich ein bisschen fräsen. Ne? Wir wollen es ja auch nicht betreiben. Das Sägewerk kriegen wir sowieso nicht betrieben, also 100%, das wird eh nichts. Dazu brauche ich zu viel Holz. Und selbst mit Holzproduktion, in Anführungszeichen, wird das schwierig, weil dann brauchst du auch Diesel. Wenn man den auch noch kaufen muss, dann ist das glaube ich nicht rentabel. Beziehungsweise ich persönlich halte da nichts davon, weil man kann Holzstämme nicht produzieren, ne? Paletten ja, aber andere Dinger nicht. Komm, nur einen noch mitnehmen, einen noch. Ja. Rückwärtsfahren ist ungünstig, natürlich aber sehen, aber vielleicht schlottert hier auch. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt mal zum Sägewerk, abladen und dann fahren wir nochmal her, den Rest holen und dann nachher fräsen. Also im Grunde wünschen wir Lenkung so wie bei Euro-Truck-Simulator. Habe ich nicht vorzubringen, weil ich einfach Zeit nicht schaffe. Und das wird auch so langweilig. Nur Strecke fahren und so. Weiß ich, ob das interessant wäre. Ab und zu mal schaue ich da rein und mache mal eine Strecke fahren, ja. Aber zeitlich gesehen ist es aktuell nicht möglich. Und auch die Lenkung ist da, was mir gefällt. Weil die Lenkung entsprechend dem Natur, also den Originalverhalten nahe kommt. Natürlich der den entsprechenden Lenkrad hat, ne? Also den Lenkrad von LS, diesen einfachen, das ist kein Zustand. Also, kann man nicht vergleichen. Einzige, was ich nutze von dem, ist die Konsole. Aber auch da auch nur die Knöpfe. Also den Hebel. Andere müssen sich mal Gedanken machen wegen Belegen, aber da habe ich schon mal eine Tastatur gewöhnt und das ist dann halt so, ne? Also Original Wacker oder hat eigentlich zwei Joysticks normalerweise zum Steuern.
Also genau original kann man es gar nicht nachstellen. Weil man muss ja im Prinzip alle Fahrzeuge abbilden. Und da sind Grenzen gesetzt. Ne? Es muss ja noch programmiert werden, das hat man vergessen. So, sehe ich. Wir umstellen auf rechts. Und dann laden wir ab, ne? Schauen wir mal. Müssen die Kleinbalken, der Flugbalken hat erstmal noch verlegen. Ja, gut. Passt hier eh, ne? Können wir über Nacht wenigstens was zu tun. Und morgen können wir wieder was verkaufen. Und morgen wird noch nichts reich sein auf den Feldern. Vielleicht die Wiese ein bisschen. So. Holen wir noch eine Fuhre. Schwung. Hat das auch ein Tor? Müssen wir eigentlich mal hier Terraforming machen, ne? Und hier anschließen. Eine Einfahrt. So, mal mit Innenansicht. Ein bisschen besser. Für mich und für euch sicherlich. Wenn ihr entsprechend LKW hören könnt. Und ich kann besser sehen in der Bäume. Aber ohne Bäume geht es auch nicht. Das wäre auch nicht so schön. In Europa haben wir halt Bäume. In den USA haben wir keine. Da sind alles kahl. Also ich bin beinahe hingefahren zum Wege, zum Heizkraftwerk. Ich war eben gerade so im Gedanken. So, oh. So, liebe Schauer, das soll es für euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Bevor wir die Folge überzogen wird, dann seid mal schütz und wegen Winkel. Schaut, ciao. Und hört uns wieder zur nächsten Folge. Oder auch nicht. Je nachdem. Aber schaut mal wieder rein. Gibt Neues zu berichten, sicherlich. Sag mal tschüss und winke winke, bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen.